Sie ist endlich da. Die Tastatur, die alles verändern wird. Und das ist nicht immer übertrieben. Denn die heutige Tastatur, die ich euch heute im Ersteindruck vorstellen möchte, wird wirklich den gesamten Tastaturenmarkt verändern. Beziehungsweise vor allem den Markt für die Apex Pro, für die Voting, für jede Tastatur, die mit diesen Rapid Triggern arbeitet, die einfach so schnell sind, mit einer Reaktionszeit von, weiß ich, 0,1 mm, wird diese Tastatur den Markt richtig aufmischen. Die Echo bzw. Mondskeak M1 HE steht für Hall Effect und das ist eine Bundle-Tastatur von Mondskeak. Die M1 gibt es schon länger, das ist jetzt eben die HE-Variante, also wie gesagt mit magnetischen Switches. Und die Tastatur ist wie die M1 eine komplette Custom-Tastatur mit Custom-Features. Kommt ja das Aluminium, aber eben die Features einer Voting zum Beispiel, einer Apex Pro und so weiter und so fort. Also auch in dieser einstellbaren Reaktionszeit und so weiter und so fort. Und ja, Echo hat mir das Ganze zugeschickt zum Testen. Machen wir auch. Heute wird es erstmal nur einen Ersteindruck geben. Ich mache ein Unboxing und ich zocke ein bisschen damit. Und ein ausführliches Review wird dann noch folgen. Aber es gibt aktuell noch keine wirklichen Videos dazu, deswegen drängt die Zeit. Und ich mache jetzt erstmal so ein Ersteindruck, Unboxing und Hands-on quasi und einen kleinen Test. Und ich versuche das erstmal hier mit zwei Kameraperspektiven zu arbeiten. Ich habe hier nebenbei mein Handy am Laufen und meine Kamera natürlich. Ich hoffe, das geht irgendwie gut. Ich werde es herausfinden später. Gut, hier haben wir die Verpackung. Ich ziehe jetzt erstmal die Folie ab. Die Verpackung M1, chinesische Zeichen. Yellow Switches, das sind nämlich die, wie heißen sie, die Echo Yellow Switches verbaut. Die Cream Yellows, nur Roll Effect Switch quasi mit so einem kleinen Magneten drin. RGB-Light, Hot Swappable. Was ich auch sehr geil finde, ist, dass die Tastatur quasi abwärtskompatibel ist. Also ihr könnt nicht nur diese HE-Switches benutzen, sondern auch 3-Pin normale mechanische Switches. Also, ja, falls ihr einfach 3-Pin mechanische Switches habt und die benutzen wollt, könnt ihr das bei der Tastatur auch machen. Verliert dann aber natürlich diese Features von Rapid Triggern und anpassbare Reaktionszeit und so weiter und so fort. Auf der Rückseite ebenfalls noch mehr chinesische Sachen. Wenig Infos, viel Bilder. Hier vorne sehen wir auch schon die drei Farben, die es gibt. Die schwarze, die lilane und die silber mit pinken Keycaps. Ganz schlimme Farbkombi, ehrlich gesagt. Die schwarze wird wahrscheinlich für die meisten interessant sein. Ist halt einfach eine Basic-Farbe. Kann man nehmen, macht man nicht viel falsch mit. Die silberne ist auch cool, aber die Keycaps sind halt absolut ass aus meiner Sicht. Das passt halt absolut gar nicht dazu. Und die lilane fand ich auch sehr schick und deswegen habe ich mich für die lilane entschieden. Es mag nicht so schlau sein, weil nicht viele Keycaps dazu passen werden, aber das, ja, egal. Schwarz war mir ein bisschen zu langweilig, deswegen habe ich die lilane Variante genommen, die jetzt hoffentlich auch in dieser Box drin ist. Also, die Verpackung wiegt schon mal einiges, das sind locker 3 Kilo oder so. Kommt gut hin. Also wirklich schon eine schwere Verpackung. Und ich würde sagen, wir ziehen einfach mal diesen Überstülper hier ab. Ich habe jetzt selber noch nicht reingeguckt, ehrlich gesagt. Also ich mache jetzt wirklich live mit euch das erste Mal das Paket auf. Dann haben wir so zwei Laschen. Machen wir das auch hoch. Ein bisschen Schutzpolster. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das ist so ein, einfach so ein Klebepad. Das ist wie so ein Tape-Mod quasi soll das sein. In dem Video, wo ich es gesehen habe, da hat das Ganze nicht wirklich funktioniert, weil das Teil nicht wirklich gehalten hat. Aber vielleicht probiere ich das irgendwann mal aus. Heute dürfen wir noch nicht. Ja, was lässt sich zu sagen? Hier ist schon mal das Keyboard, by the way. Alter, das ist wirklich ein Brett. Holy shit, ist das schwer. Holy shit, ist das schwer. Wir gucken uns das aber gleich an. Anleitung hier. Wunderbar, Anleitung. Hier ist die Box mit dem Kabellagen und alles wahrscheinlich. Geht hier auf. Was haben wir hier dran? Ein Switchpuller. Das sind solche Force Break Mod Pads, also die klebt man auf die Ränder quasi, wenn man das Gerät auseinandergebaut hat und dann verhindert man so ein bisschen dieses metallische Pin, wenn man das nicht mag. Und ein Coil Cable, das ist eigentlich ganz nice. Ist ein gummiertes Coil Cable, also ist nichts ultra krasses, aber doch, ich finde es ganz cool. Ich mag Coil Cable irgendwie mehr als diese Standardkabel. Ich weiß auch nicht warum. Die nicht aus dem Custom-Keyboard-Bereich kommen, die werden sagen, ja, altes Telefonkabel, aber irgendwie, das hat seinen Charme, finde ich. Und ansonsten, normales USB-C-Kabel kostet wirklich nicht viel. Kann man sich ja easy nachkaufen, wenn man lieber ein flaches Kabel haben will. Oder ihr entwickelt halt einfach das hier. Keine Ahnung. Aber ich finde es ganz cool, das ist auch ein weißes Kabel tatsächlich und kein
Ledernes. Okay, also das ist schon mal ganz nett. Wir haben wirklich alles dabei. Wir haben so ein Tape-Mod-Zeugs dabei. Wir haben Switch und TK-Puller, Force-Break-Mods und ein Coil-Cable. Sehr, sehr nice. Ich würde sagen, ich rede gleich nochmal ein bisschen bei die Tastatur. Ich packe das Ganze erstmal aus. Wir haben hier so eine Plastik-Share, so eine Plastik-Cover. Das Ganze eingewickelt in Schaumstoff. Nochmal gut gepolstert. Oh mein Gott. Das Teil ist eiskalt. Es ist eiskalt. Und wisst ihr, was ich daran liebe, wenn das Teil eiskalt ist? Es zeigt, wie hochwertig das Teil ist, weil das Teil wirklich aus komplett extrem schweren Aluminium ist. Holy shit, ist das ein Brett. Ja, bei der M1 HE handelt es sich um einen, wie schon bei der M1, wie gesagt, um ein 75% Layout. 75% Exploder, das heißt, wir haben oben noch die Notch. Das Lautstärkegrad ist aber ein bisschen scratchy. Warum kratzt das? Muss ich jetzt gleich mal abmachen und dann wieder ran. Da muss ich mal schauen, wie kratzt das da drum? Ich weiß nicht warum. Ja, aber wie gesagt, 75% Exploded Layout. Das heißt, wir haben ein 75% Layout, nur eben halt ein bisschen kompakter geschrumpft. Pfeiltasten, die haben die Page Up, Page Down und so weiter und so fort. Die F-Tasten oben. Ganz normal die rein hier unten. Kleiner Rundumblick, das ist das Seitenprofil. Ich sollte das Ganze vielleicht mal ein bisschen heller machen an der Kamera. So, Seitenprofil, Vorderlayout. Hinten Schriftzug. Die Keycaps sind side-printed, also wir haben oben auf der Oberfläche haben wir keine bedruckten Keycaps, wie man das vielleicht sehen kann, sondern wir haben einfach wirklich side-printed. Die Buchstaben sind ja an der Seite und sind shine-through, das heißt, die LEDs werden da durchleuchten. Genau diese side-printed Keycaps haben wir auch bei der schwarzen Variante und auch bei der silber-pinken Variante. Finde ich persönlich, sieht zwar relativ clean aus auf grundsätzlich, aber ich weiß nicht, ich hätte andere Keycaps mehr gefeiert, muss ich es ganz ehrlich sagen, aber ist okay. Das Teil ist wirklich preislich sehr, sehr gut dabei und dementsprechend Keycaps kann man easy nachkaufen. Es gibt auch gute Keycaps für gar nicht mal so viel Geld, also ist das nicht das allergrößte Problem. Ja, Mann, das Ding ist so schwer, es ist wirklich absurd. Preislich liegt das Teil bei um die 169 ohne Steuer. Echo zeigt das Ganze ja mal ohne Steuer an. Das Ganze wird dann erst an der Kasse vollständig berechnet. Also 10% sind dann 17 Euro ungefähr, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht ganz dulliv bin, das heißt 34 Euro sind 19% ungefähr Mehrwertsteuer. Ich denke ungefähr um die 200 Euro wird das Teil kosten mit Steuer. Ihr könnt aber auch gerne, wie gesagt, den Rabattcode TechTypes an der Kasse nutzen, dann spart ihr nochmal 10% auf eure Bestellung. Dann lohnt sich das Ganze noch mehr. Generell der Code TechTypes bei echogear.de. Ab einem Bestellwert von 100 Euro, dann spart ihr mal eine gute Menge. Und für den Preis kann das Teil, wie gesagt, Rapid Trigger. Wir können die Reaktionszeit einstellen, ich glaube von 3,8 bis 0,2 mm oder sowas. Also wirklich extrem schnell, nur 0,1 mm langsamer als die Booting beispielsweise. Wir haben Rapid Trigger, das heißt, wenn wir die Taste nur so, ja, wenn wir die Taste wieder loslassen quasi, dann reagiert die Taste schneller und die Reaktion wird schneller wieder abgebrochen. Normalerweise, wenn ihr den Switch gedrückt habt, dann dauert das mal ein bisschen länger, bis eure Figur in-game aufhört sich zu bewegen. Und durch diese Rapid Trigger kann man das eben so einstellen, dass die Tastatur schon nach, weiß nicht, nach 2 mm wieder hochgehen quasi. Schon wieder die Aktion nicht mehr registriert. Also vor allem für Movement Games, Fortnite, für Battlefield und so weiter sollte das ein richtiger Vorteil sein. Und das werden wir auch gleich noch in der Praxis testen. Ja, ansonsten wie gesagt, komplette Custom Features. Das Ding ist extrem schwer, wir haben komplette Custom Features. Wir haben Hotswap mit South-Facing LEDs. Wir können auch 3-Pin-Switches verbauen. Wir haben ein komplettes Alu-Board, extrem schwer, extrem hochwertig, gasket-mounted. Eine Aluminium-Plate. Die normale M1 hat, glaube ich, eine Polycarbonat-Plate. Ich denke mal, die haben bewusst eine Aluminium-Plate genommen, weil halt einfach das Tippgefühl so ein bisschen härter ist auf Aluminium und das vielleicht fürs Gaming ein bisschen besser ist. Ansonsten kann man, glaube ich, auch Plates nachkaufen. Es gibt offenbar Plates für die M1 zu kaufen. Und die dürften, das ist jetzt nicht offiziell bestätigt, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die auch für die M1 HE gehen müssten, weil das ist ja dasselbe Keyboard, nur das PCB ist anders. Aber was ich gesehen habe, die Bilder und alles, das ist exakt dasselbe Keyboard. Also man kann auch die Plate wechseln, wenn man das möchte. Fully customizable und ja, ein sehr, sehr cooles Keyboard. Ich
würde sagen, wir machen jetzt erstmal deinen ersten Soundtest und schauen, wie das Keyboard klingt. Wir fangen einfach mit den Stabilizer-Tasten an. Die Stabilizer brauchen auf jeden Fall ein bisschen Arbeit noch. Ich meine, es ist nichts, woran ich kotzen würde, aber man merkt schon, die Stabilizer müssen noch ein bisschen gemoddelt werden, geloopt. Oder im besten Fall ausgetauscht werden vielleicht. Das Keyboard müsste, glaube ich, auch Screw- und Stabilizer supporten, also alles easy. Da habe ich auch noch welche da, also werde ich dann wahrscheinlich benutzen. Aber wie gesagt, Modding dann zu einer anderen Zeit und generell Review. Also ich muss sagen, man kann definitiv noch ein bisschen was an dem Keyboard modden, aber so vom Ersteindruck her, wir haben hier eine Tastatur für um die 200 Euro quasi mit Voting Features, also wirklich quasi die beste Gaming-Tastatur der Welt, mehr oder weniger. Und für den Preis, holy shit, das ist echt extrem gut. Ich weiß nicht, ob die Switches auch so ein bisschen pre-looped sind, wie schon die normalen Echo Yellow Switches. Müsste ich nachschauen, aber ansonsten kann man die auch selber noch ein bisschen nachfetten. Man kann Tape-On machen, man kann die Plate irgendwann wechseln, wenn man möchte. Stabilizer tauschen, also man kann auch viel an dem Keyboard machen. Aber auch so ist das schon für eine Gaming-Tastatur, für eine wirklich gezielte Gaming-Tastatur eigentlich wirklich extrem heftig. Und deswegen auch der Titel. Aus meiner Sicht wird das Keyboard hier einfach die Gaming-Branche verändern. Weil ich der Meinung bin, was nicht passieren wird, aber ich bin der Meinung, dass Hersteller wie Wooting, wie Apex und so weiter und so fort, die solche schnellen Tastaturen vorher rausgebaut haben, die werden jetzt ordentlich an ihrer Preisschraube drehen müssen, weil das hier kostet quasi dasselbe und ist halt einfach 20.000 Mal hochwertiger, wirklich, das ist nicht mal übertrieben. Komplett Aluminium, enorm schwer, wirklich locker 3 Kilo, also fast 3 Kilo oder so, keine Ahnung. Im Vergleich dazu so eine klapprige Apex Pro Mini oder sowas, das ist halt einfach ein Witz. Und die kostet auch um die 150 oder so, also. Ich glaube, da fällt die Antwort auf die Frage, was man lieber nehmen sollte, nicht schwer. Das Einzige, was dann noch doof ist, dass es aktuell die HE-Varianten nur als 75% Layout gibt. Ich hoffe, dass dann noch kleinere Varianten kommen. Aber ansonsten, ja, wird diese Tastatur alles in den Schatten stellen. Gar keine Frage. Ich würde sagen, wir schließen das Teil erstmal an. So, ich befinde mich jetzt hier in Fortnite und ich entschuldige mich schon alle, die das Spiel nicht leiden können, aber das Spiel ist halt so mit das Spiel, was ich am besten kann, und es ist halt auch ein sehr, sehr gutes Spiel, um das Keyboard zu testen, bin ich der Meinung. Weil, ja, gerade dieses exzessive Bauen ist halt, ja, da ist ja die schnelle Reaktionszeit der Tastatur wirklich sehr hilfreich. Ich habe jetzt die Reaktionszeit auf 0,2 mm gestellt und die Rapid Trigger, also die Zeit, die das Keyboard braucht, um wieder die Reaktion loszulassen, auch auf 0,2 mm. Also, das ist jetzt wirklich extrem schnell eingestellt. Und, ich habe es noch nicht getestet. Ich werde jetzt live mit euch die ersten Schritte quasi machen. Okay, also ich fange an zu laufen. Okay. Sind das wirklich 0,2 mm? Sind das 0,2 mm? Tatsächlich fühlt sich das gar nicht so extrem schnell an. Es ist halt ein bisschen schwer, in der Software durchzublicken, nämlich ganz ehrlich. All-Buttons und jetzt alle auf 0,2. Confirm. Jetzt müsste ich Dings haben. Oh ja, das sind jetzt... Oh mein Gott, ich hatte das falsch eingestellt. Digga, ich bin so schlecht in diesem Game, ist halt wirklich ehrenlos. Digga. Also der Spieler stoppt so ungewohnt schnell, ich kann so gar nicht spielen. Zumindest noch nicht. Ich gewöhne mich ja nicht an sowas immer. Digga, also gerade bei diesen Triple Edits und so, da merke ich ja, wie schnell dieses... Digga, es reagiert so schnell, ne? Holy shit.
habe das Gefühl, durch die Rabbit-Trigger, dass halt die Reaktion quasi schneller wieder abgebrochen wird, ist mein Movement noch ein bisschen komisch. Digga, oh mein Gott, das reagiert so schnell bei den mehreren Edits. Alter Junge. Wenn meine Finger immer schnell genug wären, um das mit der Maus noch zu umzusetzen, aber... Prinzipiell, wie schnell er den Edit greift, jedes Mal, wenn ich halt Edit drücke, ist halt wirklich ehrenlos. Digga, es ist so ehrenlos, wie schnell das teilweise reagiert. Holy shit, Digga, was ist das? Also ob man das braucht oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Ob man damit jetzt unbedingt den nächsten World Cup gewinnt, sei auch mal dahingestellt. Aber es ist schon... Es fühlt sich schon geil, dann damit zu zocken, so ganz ehrlich. Optisch lässt jetzt mit Keyboard natürlich sagen, dass es schon sehr nice aussieht. Im Nachhinein hätte ich unbedingt Lila genommen. Ich weiß es nicht, das werde ich rausfinden, wenn ich die Keycaps gewechselt habe, weil ich finde durch die lila Keycaps auch noch, das ist ein bisschen sehr lila-lastig, aber es ist schon nice, wenn man so lila-violett mag. Keycaps werde ich auf jeden Fall noch wechseln, weil die halt auch ein OEM-Profil haben, also die sind ein bisschen höher als die klassische Cherry-Profile-Keycaps, die ich sonst immer benutze. Ja. Ansonsten hätte ich trotzdem vielleicht die paar schwarz genommen, weil ich dann halt auch ein bisschen mehr Keycap-Optionen gehabt hätte, aber ich denke, ich kann trotzdem damit leben. Oh mein Gott, guckt euch dieses A, Mann. Nur wegen dem Keyboard. Kappa. So, wir nennen mal Lazy Links. Nicht Lazy Rechts, sondern Lazy Links, ganz wichtig. Droppen Instant. Also ganz ehrlich, ich habe noch ein bisschen minimal Modding, obwohl das für die Casual Gamer, was ist Casual Gamer? Halt für die Gamer unter euch, die sich jetzt nicht so mit Custom Keyboards befassen. Die sind mehr als zufrieden mit so einem Keyboard. Ich persönlich, ich würde das Ding jetzt noch ein bisschen modden, Keycaps ändern. Vielleicht die Switches loben, wenn die nicht ein bisschen vorgeflattert sind. Das werde ich noch überprüfen. Und dann ist das Ding ein absolutes Träumchen von Gaming Keyboard und von Custom Keyboard. So, hier landet wieder die halbe Lobby. Ist natürlich wieder typisch. Ich habe das Gefühl, ich bin tot, weil ich habe nämlich keine Waffe hier. Ich brauche das Sturmgewehr. Naja, Digga, ist halt wer. Es ist halt egal, ich bin so ehrenlos, ich hab halt kein Loot. Wie soll ich das überleben? Ich hab nichts zum Healen. Ja, und jetzt campen die oder was? Aber jetzt bewegt sich keiner mehr auf einmal. Wie lebe ich? Oh oh. Oh oh. Junge, er will halt um sein Leben spielen, das ist halt wirklich ehrenlos. Keine Mats mehr, hat halt auch nur wieder eine Pizzika. Das ist halt wieder typisch Fortnite, der hat instant den besten Loot der Welt. Junge. Ich finde Äpfel und Eier und der hat direkt halt alles. Kann mich mit seiner Pump-Bomb-Pump, ich habe so einen Drecksteil, um mich die ganze Zeit nur 20er zu geben. So, Game Nummer 2. Alles ein bisschen scuff bei mir, wie gesagt, mit dem Stativ im Weg und alles. Könnte definitiv besser sein. Aber wir versuchen unser Bestes, ne? Ich dann wieder Lazy Links. Mein Mausbedrohung, das ich hier habe, das ist das Performance-Pad. Doch, genau, Performance-Pad heißt es von Argon-Pads. Kann ich gerne unten verlinken, ist ein Control-Pad von Argon-Pads, wie gesagt. Und ja, eine sehr schöne Farbe. Der hat jetzt sehr smooth dafür, dass es eben ein Control-Pad ist. Und ich mag das Teil sehr, sehr gerne eigentlich. Generell für Element zum Beispiel, ist es ein sehr, sehr nice Pad. Oder generell, wenn man Control-Pads mag. So, und jetzt kommt keiner mit, oder was? Da hinten ist einer, aber landet der echt bei mir? Der ist ja am Arsch der Welt. Will der echt bei mir landen, Digga? Der ist... Digga, was ist das für eine Waffe? Digga, was ist die SMG? Ist so kacke, es ist halt wirklich ehrenlos.
Okay, ja, er hat wieder eine Pump. Das ist so ein wirkliches Kriegsspiel. Ist so ein Kriegsspiel, Digga. Warum ist die SMG so ehrenlos kacke? Es ist nicht mehr witzig. Junge, er ist 10 Meter von mir entfernt und nichts mehr geht mehr rein, weil die so hat. Ja, und der findet direkt eine Shotgun. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich lösche das jetzt. Digga, ich hab das Spiel machen, so. Und das ist halt. Aber zum Keyboard, das ist wirklich ein sehr, sehr nices Keyboard. Wenn man erstmal die 0,2 mm eingestellt hat, merkt man auch nicht, wie schnell das Keyboard reagiert. Wenn ich dann mal ein paar Runden Valorant spiele, dann merke ich vielleicht auch nochmal, wie sich die Rapid Trigger verhalten. Aber ansonsten würde ich ein geiles Keyboard, ein Keyboard, das würde ich aus meiner Sicht Gaming-Keyboard-Welt verändern wird. Solange das Teil zumindest ein bisschen bekannter wird, was ich jetzt mit dem Video hier hoffentlich mache und auch mit dem Review, was dann noch folgen wird. Ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut und haut rein.